Du hast noch einen Moment Zeit, bis okay, ist ja eine Minute. Das reicht mir doch locker. Oder haut sogar noch jemand mit drauf. Zelda haut drauf. Gewaltfrau. Hm? Das Herzteil gab es für den A-Rang. Das heißt, ich muss eigentlich nichts machen, außer mich möglichst wenig treffen zu lassen. Den muss ich einsammeln irgendwo. Dann sollten wir uns dazu mal vorarbeiten bei Gelegenheit. Ihr Stoßtruppen habt nicht vor, meinen Hauptquartier zu erobern. Ne? Das würde ich euch übel nehmen. Es kommt hier irgendwas. Neuer Stoßdruck. Hey, ich habe doch so ein super cooles Special, das eine riesen Fläche deckt. Da könntet ihr doch jetzt mal kurz alle sterben, oder? Das war irgendwie... Ich habe jetzt nicht gesehen, was ich gerade gemacht habe, aber es hat wohl geklappt. Ja, also Reset-Button ist dann quasi neu, dass man Missionen neu starten kann, während man sie spielt. Wenn ich zum Beispiel eine verheerende Treffermission habe, nur als Beispiel, und muss einen A-Rang kriegen, um irgendwas zu bekommen, dann, ja, ist es doof, wenn ich einmal getroffen werde, habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich spiele die Mission trotzdem weiter und schließe ab, kriege aber meinen A-Rang nicht, weil ich ja dummerweise getroffen worden bin. Oder ich, ja, breche die Mission ab, indem ich mich töten lasse. Und beides dauert ewig. Also, naja, gut, in dem Fall dauert es nicht ewig, bis man sich töten lässt, aber da muss man sich die Sterbesequenz angucken und warten, bis da steht Mission fehlgeschlagen und dann warten, bis irgendwann der Button kommt, Mission neu starten und ja. Da könnte auch genauso gut im Pausenmenü einfach die Funktion sein, Mission neu starten, dann wäre es gut. Und wenn das jetzt der Fall ist, wenn das kommt, dann ist das super. Ole ole. Mittelfestung steht davor zu fallen. Ist mir egal. Brauche ich eigentlich einen Schlüssel, um unten reinzukommen? Da ist leider dicht. Ja, wie auch immer. Das ist also eine neue Funktion, die reinkommen soll. Noch eine neue Funktion, die reinkommen soll, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die ist auch sehr sinnvoll. Ist ein Shop. Ja, wenn ich das... Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ich nicht alles verstehe. Keine Ahnung. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es geplant, dass man einen Shop hat, in dem man unnötige Items verkaufen kann. Ich weiß nicht, ob sich das nur auf Materialien bezieht oder nur auf Waffen oder auf beides. Keine Ahnung, aber Tatsache ist, es wäre wirklich mal sinnvoll, wenn man Waffen einfach so außer der Reihe verkaufen kann, nicht immer warten muss, bis die Waffenslots alle voll sind. Weil, wie ich vorhin schon erwähnt habe, mit Waffen kann man, wenn sie auf einem entsprechend hohen Level sind, echt verdammt viel Geld machen. Und oftmals hat man eben verdammt viele Waffen, die man eigentlich nicht braucht. Und dann ist es doch super, wenn ich diesen blöden Shop habe, wo ich jederzeit meine Waffen verkaufen kann, wenn ich weiß, ich habe Scheiße, die ich nicht will. So, jetzt ist da oben ein Gebiet, wo ich eine Fee brauche. Oh, und im gegnerischen Hauptquartier geht irgendwas ab. Ist ja auch egal. Ich glaube, ich organisiere mir gerade noch hier den Vorposten. Das sollte uns im Sieg näher bringen. Apropos Sieg. 4 Minuten, okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit hier. Ich glaube, vom Schaden her hält es sich momentan auch noch in Grenzen, also dürfte ich noch auf dem richtigen Kurs für den A-Rang sein. Tut mir den Fall, stack mal bitte alle schnell. Ja, so habe ich das Flash in Erinnerung. Genauso sollte das aussehen. Wunderbar. Nachdem ich es jetzt dreimal mittlerweile eingesetzt habe, könnte man ja mal feststellen, dass es das Richtige ist. Ja, übrigens gutes Special. Sehr, sehr flächendeckend. Sehr, sehr sinnvoll. Siege den feindlichen Feldmarschall. Geht nicht. Der hat irgendwie die Tür zu. Gut, das hier zu erobern war offensichtlich wichtig und richtig. Wo sind die Truhe? Gib mir einen Schlüssel. Unsere Armee kontrolliert was? Egal. Ist irgendwas am Fallen oder so? Da kam gerade dieses Dünn, als wenn irgendwas nicht in Ordnung wäre. Wäre ganz gut, wenn ich die Mission jetzt nicht verloren hätte. Das ist auch nichts. Da rücken ein paar Truppen in Richtung von meinem Hauptquartier vor. Ja, okay, aber bevor die ankommen, habe ich das gegnerische Hauptquartier erobert, würde ich sagen, oder? Ich riskiere es jetzt einfach. Ich renne hin und mach's platt. Kann schon, kann nicht mehr als schief gehen, oder? Der Ruderhauptmann wurde von Nachtschwärmer vertrieben. Der Nachtschwärmer kann mich mal gern haben. Ist ja gut, Junge. Ja, also Shop, absolut sinnvolle Neuerung. Und ja, du hast noch mehr Sachen geschrieben, was alles neu sein soll. Ich komme jetzt nur nicht drauf. Ich krieg's nicht zusammen so aus dem Kopf. Tut mir leid, aber ich kann es im Moment wirklich nicht ändern. Aber es waren schon ein paar Sachen dabei, die ich als sinnvoll oder bedingt sinnvoll erachtet hätte. Und ja, wie gesagt, also die zwei Sachen, die waren mir jetzt wirklich direkt aufgefallen, die sind absolut sinnvoll. Item Shop und Reset Button. Das ist Wahnsinn, dass man sich über einen Reset Button freut, ne, in einem Spiel. Aber ja, es fehlt von Anfang an. Ich habe ja auch schon erwähnt, ich gucke mir gerne die Videos vom Completionist an, der Mensch, der irgendwie die Macke hat, Reviews von Videospielen zu machen und die immer zu 100% durchzuspielen.
Und das hat er ja auch mit Hyrule Warriors gemacht. Und er hat sich schon bei seiner Review aufgeregt, wieso zum Geier hat dieses blöde Spiel keinen Reset-Button. Er muss ja, wenn er alles haben will, muss er auch überall Goldrang haben und dies und das und jenes. Und manchmal wäre es halt wirklich verdammt praktisch, wenn man in der Mission einfach Reset drücken könnte. Und dann hat das Spiel keinen Reset-Button. Das kann ja wohl nicht sein, dass man dann 1000 Mal die Mission spielen muss und die komplett 1000 Mal spielen muss, bis man sie endlich mal mit einem A-Rang abgeschlossen hat. Und ja, er hat absolut recht, also gar keine Frage. Sehe ich genauso. Und das hat er ja halt schon gesagt, bevor das erste Update rauskam von dem Spiel. Er hat das Spiel ja auch schon 2 Wochen früher gehabt, also er hat das schon gespielt, da gab es das Spiel noch gar nicht zu kaufen. Wie das halt mal so ist, wenn man irgendwie ein erfolgreicher Reviewer ist und Zeug von Nintendo dann geschenkt kriegt oder von anderen Firmen, damit man ein Review dazu macht. Ja, ist Eigenwerbung, ne? Ist logisch. Wenn ich irgendwie 2 Millionen Zuschauer hätte, dann würde ich wahrscheinlich von Nintendo auch jedes neue Spiel schenken. Oh, da ist ein Scrotula unterwegs. Ich glaube, die hole ich jetzt nicht. Ich kümmere mich um Dodongo. Okay, vergiss es. Du bist mir zu doof. Da du nicht mitmachst, mache ich auch nicht mit. Dann suche ich lieber die Scrotula. Hoffentlich ist das jetzt kein Fehler. Ganz in der Nähe war es so gerade, oder? Nicht wirklich. Das gibt's nicht. Wo war die Skulptur in dem Laden hier? Ich kann mich aber auch null erinnern, ne? Und ich höre die Musik kaum. Jetzt ist sie in der Nähe. Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Moment. Pause. Falscher Knopf. Mach mal lauter. Tut mir leid, wenn ihr jetzt ein Echo hört von der Musik, aber... Irgendwo hier. Aber wo? Ist im Gras? Ey, was war denn das? Ich hab mich gedingst. Oh Mann. Lass doch den Scheiß. Ich suche nur das Cthulhu. Ich höre doch deutlich, dass sie hier ist. Ist sie hier oben? Da komme ich nicht hoch. Ich wette, sie wäre da oben gewesen und ich schaff's nicht mehr rechtzeitig hin. Ist mir neulich auch schon wieder passiert. Da habe ich in der Mission versehentlich eine Skulptur da freigeschaltet, obwohl ich gar nicht drauf abgesehen hatte. Ja, danke fürs Gespräch. Und dann ist genau das passiert. So, jetzt machen wir erstmal den Ton wieder ein bisschen leiser. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich hasse es so dermaßen. Aber man weiß halt vorher nicht, wo die Viecher spawnen. Ne? Und in dem Fall, ich habe sie ganz, ganz deutlich gehört. Ihr habt sie wahrscheinlich im Video auch gehört. Und es bringt einfach nichts. So, und da du nicht Lust hast, irgendwie das zu machen, was du machen müsstest, damit ich dich töten kann, mache ich das jetzt. Fertig. Wenn du nicht das Maul aufmachst, damit ich dich umbringen kann, dann helfe ich eben auf andere Art nach. Oh je. Das wird nicht reichen. Nee, das reicht in 100 Jahren nicht. Oh Mann, Impa. Warum kannst du nicht einfach Feuer spucken und gut? Was nehmen wir uns als nächstes? Ja, ja, ist okay, Lana. Macht ruhig, was ihr wollt, aber... Nein, jetzt habe ich die falsche Waffe. Ich hasse dich. Geh sterben. Ich hasse es. Warum? Jetzt hat er einmal... in 100 Anläufen einmal Feuer gesprungen, ne? So wie ich es brauche. Und dann habe ich die falsche Waffe. Und die Karte habe ich auch schon wieder umgestellt, obwohl ich sie wollte. Jetzt mach doch endlich mal, du Drecksvieh. Ich warte auf nichts anderes. Ich stehe hier und warte nur darauf. Genau, danke schön. Ist es möglich, dir irgendwie mit der Naginata so viel Schaden zu machen, dass irgendwann dein Schlachtpunkt komplett frei ist, dass ich dich irgendwie töten kann? Nö, ne? Die Naginata ist dafür irgendwie nicht gedacht. Ja, jetzt spuckst du, wo ich wegrenne, ist klar. Wenn ich jetzt da stehen geblieben wäre, dann hätte er in 100 Jahren nicht gespuckt. Aber in dem Moment, wo ich denke, ich gehe weg und lade mein Special auf an den Vorpostenkrotteln da vorne, da kommt dann natürlich auch die Idee, ja, jetzt spucken wir mal gleich direkt wieder Feuer, statt dass wir nochmal 3 Stunden was anderes machen, aber naja. Okay.
Es kann keinen Zweifel da geben. Wir haben gesiegt. Ja, toll, Zelda. Skulltula habe ich nicht gekriegt. Und auf die hatte ich satt gesehen. Na gut, aber wenn wir noch einen A-Rang hingekriegt haben, was ich jetzt einfach mal hoffe, dann kriegen wir wenigstens noch ein Herzteil. Andererseits hätten wir das jetzt schon sehen müssen, oder? Das heißt, ich krieg nichts. Ist das richtig? Ich habe zu wenig Feinde gekillt. Ach, das war das Problem. Daran habe ich nicht mehr gedacht. Wir müssen ja 1200 Viecher totprügeln. Also wieder eine Mission, die ich offscreen noch 5-mal spiele oder so. Obwohl es eine wirklich leichte Mission ist. Okay, 5-mal spiele ich die nicht, aber trotzdem. Gut, aber dann kommen wir hier auch nirgends weiter, weil es eine Sackgasse ist. Und hier gibt es für Midna eine Stufe 2 Waffe. Midna hat zwar mittlerweile eine Stufe 3 Waffe, aber ist egal. Spielen wir eine Runde mit Midna. Oh. Einer von den Büschen, würde ich mal so sagen. Ja. Gut, dann kann ich demnächst auch wieder neue Kompasse und andere Items einsammeln, die da jetzt wieder respawnen dürften, nachdem ich welche verbraucht habe. Genial. Guck mal, gerade auf die Karte ist schon irgendwas respawned. Nö, noch nicht. Doch, natürlich, Eispfeil unten ist es respawned, unten links. Weil ich ja einen Eispfeil verbraucht habe. So, jetzt habe ich einen Kompass und, eine Kerze verbraucht. Das heißt, wenn wir die Mission hier gespielt haben, dann werden auch ein Kompass und eine Kerze respawnen. Erobere das feindliche Hauptquartier mit Midna und krieg dafür eine Waffe, die du nicht brauchst, weil du irgendwie eine viel geilere Waffe hast, die 420 Schaden macht. Und noch eine mit 364, okay. Was sind das hier für eine? 104. Das sagen wir jetzt mal nichts. 420, das ist pervers, ne? Und ich habe übrigens die Sockel so nicht gefüllt, die waren so von Natur aus. 420, das gibt's nicht, ne? Und das ist Stufe 3 oder so. Zumindest kann ich nicht erinnern, dass ich irgendwie Stufe 4 mit Midna freigespielt hätte. Also wird es wohl Stufe 3 sein oder was auch immer. Ja. So, was gab es denn heute noch zu reden? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das, was es mal war. Naja, doch, eigentlich ist es noch genau das, was es mal war. ich höre gar keine Nüsse, was ist los? Spielen wir heute ohne Musik? Die Truppen von Lana rücken Richtung deines Hauptquartiers vor. Das heißt, ich sollte die vermutlich aufhalten, ne? Darf das Kämpfen Spaß machen? Ja, wenn du dich nicht besiegen lässt, dann darf es Spaß machen. Wenn du dich besiegen lässt und es immer noch Spaß macht, dann machst du was falsch. Also, gut, wir wissen, worauf das Ganze rausläuft. Es wird drauf rauslaufen, dass du dich besiegen lässt, nicht, dass er die Mission noch dreimal spiele oder so. Aber mir macht das dann trotzdem keinen Spaß. Stirb. Gut. Der ist erledigt. Ich will jetzt trotzdem das Gebiet hinter mir noch erobern. Kann doch nicht sein, dass das jetzt noch lang dauert. Ah ja, da ist ja auch schon der Hauptmann. Der Hauptmann ist tot. Mein Gebiet. So, und jetzt kann ich mich um mein Hauptquartier kümmern, wenn ich bis dahin durchkomme. Ach nee, doch, Hauptquartier ist richtig. Das ist Richtung Lana. Ich bin unterwegs! Und da ist ein Vorpostenhauptmann. Den hauen wir noch gleich weg, wenn wir schon dabei sind. Ich kann es nicht fassen, da rennt einer von meinen Hauptmännern rum. Und der kämpft! Das kann doch nicht sein, oder? Also, seit wann kämpfen meine Leute für mich? Sonst stehen die nur da rum, abgeschlachtet zu werden. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen seltsam. Also, ich meine, ich finde das gut, dass die ausnahmsweise für mich kämpfen, so wie es eigentlich gedacht sein sollte, aber ich bin das nicht gewohnt. Denken die jetzt von mir, ich bin so unfähig, dass ich das allein nicht mehr hinkriege, oder haben die einfach nur einen verdammt guten Tag oder haben die Langeweile? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oder sind sie so motiviert davon, dass Lana gefragt hat, darf das Kämpfen eigentlich Spaß machen? Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall schön. Nimbus gerade hat irgendwas von mir kaputt gemacht. Das finde ich nicht in Ordnung, Nimbus gerade. Aber ich kann es im Moment nicht ändern. Ich habe andere Jobs, um die ich mich kümmern muss. Hier gibt es Herzteile zu finden in der Mission, ne? Und es ist eine vergleichsweise leichte Mission, weil die Gegner nicht viel aushalten. Das heißt, wir könnten uns wirklich die Zeit nehmen und suchen. Hallo, ihr Stoßtruppen. Eure Hauptmänner sind schon beide tot. Warum rennt ihr eigentlich noch weiter auf mich zu? Hat doch gar keinen Zweck. Ups, ich wollte eigentlich schon noch weiter angreifen. So zum Beispiel. Die Nimbus gerade hat auch schon noch mehr ausgehalten. Sag ich doch. Befestiger wurde besiegt. Okay. Ziel sollte eigentlich sein, jetzt jedes Gebiet einzunehmen, damit ich die Herzteile kriege. Nebenbei kriegen wir dann auch genug Gegner gekillt, um irgendwie einen A-Rang zu kriegen in der Theorie.
Und da die Gegner sau schwach sind, dürften da auch nicht viel getroffen werden. Und es dürfte uns auch nicht viel Zeit kosten. Also müsste das alles gut aufgehen. Hoffe ich jedenfalls. Deine Bemühungen reichen mir zum Vorteil. Das macht auch viel mehr Sinn, als wenn sie mir zum Vorteil gleichen. Aber naja. Inwiefern bringen meine Bemühungen ihnen einen Vorteil, verstehe ich nicht. Bautz. Ja, Baubau ist super. Killer Baubau. Yay. Mehr Gegner zerschnetzeln. Mehrere Festungen blinken jetzt. Das sind die Festungen, die ich gezwungenermaßen einnehmen muss, damit es weitergeht. Habe ich verstanden. Ignorieren wir aber für den Moment, weil, wie gesagt, wir müssen eh alles einnehmen, wenn wir das Herzteil finden wollen irgendwo. Ich habe es jetzt echt nicht im Kopf. Gab es das ganze Herz nur, wenn wir einen A-Rang haben? Oder gab es für den A-Rang... Ne, für den A-Rang gab es die Waffe, oder? Die unnötige Waffe, genau. Und die Herzen, die gab es so zu finden in der Mission. Beide. Ein kleines und ein großes. Und das heißt, ich muss hier wirklich ein bisschen mich durchkämpfen, wenn ich das haben will. Und da rücken schon wieder Stoßtruppen auf Richtung Hauptquartier vor. Soll ich es abfangen? Das kostet so viel Zeit, ne? Ich fange sie nicht ab. Ich erober noch ein Gebiet und dann renne ich ihnen hinterher oder so. Was jetzt auch nicht weniger Zeit kostet, aber naja. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, sie abzufangen. Wenn ich mir das so angucke, die übernehmen die selber den Vorposten, genau. Ich gucke die ganze Zeit schon nur auf die Karte. Ist völlig egal, was hier abgeht. Die Karte ist interessanter. Ja, dann sind sie schon in meinem nächsten Gebiet. Und wenn sie gut sind, haben sie das gleich erobert. Hallo, Exalfoss. Genau, Exalfoss heißt der, genau. Rabusch. Aua, hör auf, mir den Rücken zu hauen. Was soll denn das hier? Von hinten ist feige. Ich schaue meinem Feind wenigstens ins Gesicht, wenn ich ihn tot prügle. Nimm dir daran mal ein Beispiel, Mann. Okay, jetzt aber schnell auf die andere Seite. Da wird mein Typ verlangt. Man könnte so meinen, die gehen ein bisschen unter ohne mich. Also bringen wir das schnell in Ordnung. Oh Mann, geht das nicht schneller? Was für ein lahmarschiger Wolf bist du denn eigentlich? Ja, toll. Das hat sich nicht gerade besser gemacht. In Twilight Princess war das so, wenn man als Wolf unterwegs war und dann den A-Knopf gedrückt hat, dann hat man ein bisschen beschleunigt. Glaube ich jedenfalls. Ist sehr lange her, dass ich das letzte Mal Twilight Princess gespielt habe. Obwohl es eigentlich schon ein gutes Spiel war. Aber, ja. Ich habe es dreimal durchgespielt, also kann es so schlecht nicht gewesen sein. Skyward Sword habe ich nur einmal durchgespielt. Was sicherlich ein Hauptverdienst von Fire ist. Nee, nicht wirklich. Ich weiß nicht, irgendwie keine Zeit, keine Lust, kein gar nichts. An sich war Skyward Sword ja gar nicht so schlecht, aber es war schon auch nicht so gut. Skulltula. Okay, wo bist du, Skulltula? Nein. Ich höre noch nichts. Ich höre immer noch nichts. Ich höre immer noch nichts. Jetzt höre ich was. Ah! Deshalb höre ich so. Gut zu wissen. Ja, ist ja gut, ich hab's kapiert. Ich hab nichts gefunden. Wuppi du. Kommt da was auf mich zu? Da kommt was auf mich zu. Wow. Gut. Hier. Das schlägt euch für einen Moment zurück. Und ich muss dann gleich mal gehen, weil die erobern schon wieder Gebiete, die ich gerade erst eingenommen habe. Dann würdest du bitte tot umfallen. Das wäre sehr freundlich von dir. Danke. Schön, dass wir uns verstehen, Kollege. Euch lasse ich mal ein bisschen in Ruhe. Ihr könnt mit eh nichts anrichten. Und jetzt auf die andere Seite. Ich glaube, ich habe da noch ein bisschen Zeit. Die scheinen im Moment das Ganze gut unter Kontrolle zu haben. Dann nehmen wir doch gerade noch das Gebiet hier vorbeigehen ein. Ne? Bin da noch im Plan. Ich frage mich, wie viel Zeit ich mittlerweile verballert habe. Andererseits, wenn ich die Waffen nicht kriege, ist nicht schlimm, weil eine Stufe 1 oder 2 Waffe oder was auch immer es ist, kann wohl nicht besser sein als, naja, meine Stufe 3 Waffen mit 400 Schaden. Das wäre sehr seltsam, wenn es so wäre.